Sind Sie schon angemeldet bei Wikisana? Herzlich willkommen heute zu unserem Format Naturmedizin. Wer kennt das nicht? Immer wieder bekommt man irgendwelche Bodylotions und Cremes geschenkt und auf der anderen Seite füllt sich der Badezimmerschrank mit verschiedenen Shampoos und Duschgels und Duftstoffen. Und wie viel da wirklich letztendlich an Zusatzstoffen, chemischen Stoffen, im Grunde wie so eine kleine Mülldeponie sich in unserem Badezimmerschrank ansammelt, das besprechen wir heute mal mit unserer Expertin Helena Paulus. Bleiben Sie dran. Hallo Helena, schön, dass du da bist. Hallo Corinna, vielen Dank. Ja, freue mich. Ich kenne das ja auch, diese Mülldeponie-Badezimmerschrank. Ja, wenn sich da so, man bekommt dann immer mal wieder irgendeine Creme oder ein Mitbringsel oder irgendeine Bodylotion und dann stellt man es dann irgendwie dann doch aus Höflichkeit in den Schrank rein, weil man es ja nicht direkt wegschmeißen kann. Ja. Dann steht es dann so prophylaktisch mal ein Jahr drin, bis man es dann weiß. Gewiss ja. Wieder so gereinigt ist. Ne? Genau. Man hatte gute Absichten. Ja, ne? Genau. Ja. Und dann gibt es natürlich auch, ich habe das jetzt auch mal gehabt, jetzt dann fangen dann die Kinder, wenn sie erwachsen werden, an sich selber dann Shampoos zu kaufen an. Und dann hat man mit dir Interviews geführt und sieht dann SLS und denkt so, ah, ist das weg? Und dann kommt so, oh Mama. Aber es riecht gut. Oh. Und alle meine Freundinnen benutzen genau, das. Genau, so. Und das sind ja genau dann die Herausforderungen. Aber was sammelt sich dann alles so aus deiner Erfahrung im Badezimmerschrank an, was so... Also wirklich, das ist nachher letztendlich eine Mülldeponie. Ich meine, wir sind ja auch eine Mülldeponie. Natürlich. Ich meine, wir mittlerweile dürfen und ja leider gar nicht verbuddelt werden. Wir müssen ja auf den Sondermüll entsorgt das werden. Das ist so wahr. Speziell, ja, wenn wir mit bestimmten Medikamenten in Berührung kommen, ist das schon krass, ja. Ja, also wenn ich jetzt wirklich erschöpfend und ausführlich darauf eingehen wollen würde, dann bräuchten wir viele, viele Sendungen. Aber ich glaube, das ist nicht notwendig. Wichtig ist das Bewusstsein, dass es so ist. Und dass man sich so mal ein paar Hauptnegativwirkstoffe mal merkt. Ja, danke. Das trifft es. Und weiß und einfach sensibilisiert ist für das Wissen und ab da achtsam ist. Ja. Weil wenn man schon Kosmetik, also Nahrung für die Haut kauft und auch für Haare und dann möchte man ja im Grunde genommen sich was Gutes tun. Man geht doch nicht davon aus, dass man mittels gezielter Werbung und Suggerierung sich tatsächlich schadet. Und leider ist es aber tatsächlich so. Ne? Und ja. Nee, du? Ja, es fällt mir jetzt gerade ein Fall ein, wo ich auch angeschrieben worden bin, dass wirklich die Kopfhaut extremst entzündet und geschuppt ist. Und wie man das wegbekommt. Und dann habe ich nur gefragt, hast du ... gegen Schuppen genommen, dieses Shampoo? Über lange Zeit. Ja. Und dann hast du eigentlich diese chronische Abhängigkeit. Ja. Und wenn man das dann loshaben will. Das ist ein Stoff, der das bewirkt. Ein Stoff. Aber es gibt eben, also Tenside bewirken das, aber auch diese Stoffe gegen Schuppen, Climbazol und anderes, ne? Und viele andere Stoffe können das bewirken. Und man muss so die, sag ich mal, die Schwerverbrecher unter den Stoffen kennen. In der Kosmetik über 8000 Stoffe, jährlich werden 500 bis 1000 zugelassen. Ich würde behaupten, also ich maße mir nicht an zu sagen, dass ich auch nur einen Bruchteil wirklich durch und durch kenne, obwohl ich mich wirklich, seitdem ich 18 bin, damit befasse. Und in den letzten 10 Jahren natürlich ausschließlich nur damit befasse. Und trotzdem erschreckt mich manches Mal, was ich noch so erfahre. Und ich bin jedes Mal wieder sprachlos. Deswegen so ein kurzer Exkurs, was ist definitiv und auf jeden Fall zu meiden. Also primär erstmal als allererster Punkt, da wir uns ja zuerst waschen, bevor wir uns pflegen und bevor wir uns nähren, Tenside. Welche Arten von Tensiden nutzt du? Alle sulfathaltigen Tenside entsorge sie sofort. Ja? Sulfate, also SLS und andere verwandte Sulfate sind Eiweißdenaturierer und deine Zellen, das Innenleben deiner Zelle, ja, dass die Strukturen, die die Zelle aufrechterhalten in ihrer Form, sind aus Eiweißen gebaut. Und in der Biotechnologie wird zum Beispiel SLS, da es auch einen 100%igen Reizwert hat, aber auch ein Eiweißdenaturierer ist, wird als solches eingesetzt. Und damit machen sie dann ihre Tests rein und alles. Und wenn meine Zelle
wenn das quasi, wenn sie wie verflüssigt wird und die Eiweiße austreten, ja, 0,5% generieren bereits eine Störung von diesen sulfathaltigen Tensiden. 10-15% ist das Standard, ja, eher Richtung 15%, die in eine Handseife, Duschgel, Shampoo, Zahnpasta zum Einsatz kommen und auch noch als Emulgator zum Einsatz kommen. Und eine der neuesten Erhellungen, die ich hatte, die mich wirklich sprachlos gemacht hat, war, wir haben gezielt jetzt, als wir das Buch, als ich das Buch geschrieben habe, haben wir mal Cosmos angefragt. Das ist der europäische Standard für zertifizierte Bio- und Naturkosmetik. Da haben sich verschiedene Zertifizierer zusammengefunden, um einen Standard zu kreieren. Und grundprinzipiell finde ich diesen Standard, das ist natürlich viel besser wie konventionelle Kosmetik. Das heißt jetzt eben, also dazu komme ich später, ich beende erstmal das eine. Und als ich gehört habe, dass SLS oder Sulfat, also SLS ging es jetzt erstmal darum, in Leave-On-Produkten, also auf denen, die auf der Haut verbleiben, erst ab 01.01.2029 verboten werden. Obwohl man weiß, dass es läuft dann, sind das so Spielchen, dass dann halt das Patent ausläuft? Und dann wird die neue Sau durchs Dorf getrieben. Ich möchte jetzt keine Fehlbehauptung, aber ich meine, es ist ja auch ein Lobby, ja, Kosmetikindustrie. Und ich glaube, dass man einfach ein Agreement gefunden hat, wo man sagt, wir reden ja nur über zertifizierte Biokosmetik. In alle anderen wird es nach wie vor drin sein. Mhm. Aber ich finde es eigentlich super traurig, weil ich würde das nicht dort erwarten wollen. Ja. Und wenn ich heute schon weiß, dass das nicht gut ist und es verbieten möchte, ja, ab 29. Aber es ist ja so, wenn man weiß, dass Kosmetikprodukte gerne auch mal für 40, für 50 Monate konserviert werden, tatsächlich, ja, ich habe mir selbst jetzt zuhören müssen, 12 Jahre, ja, tatsächlich, und auch für länger, dann sind diese Produkte bereits produziert und im Umlauf und das war für mich ein möglicher Grund, warum sie sagen, ja gut, dann eben bis 2029. Dass kein Rückruf stattfinden muss oder sowas. Der wirtschaftliche Schaden für die Kosmetikfirmen gering ist, aber also man sollte eh nicht Produkte für so eine lange Zeit haben, produziert haben. Das ist eh nicht gut. Sie sollten ja auch so ein bisschen frischer sein. Ja, das ist schon nicht verkehrt. Ja, also das ist mal das eine. Dann gibt es Erdöle, Silikonöle. Das ist der Neoprenanzug für die Haut. Ist aber der Standard in konventioneller Kosmetik. Und wir reden hier auch über Apotheken. Wir reden über Kosmetik, die in Kosmetikkabinen. Das sind ja so, manche Firmen machen Exklusivgeschichten. Ja, nur bei Kosmetikerinnen zu haben, nur in der Apotheke zu haben. Das suggeriert ja eine Wertigkeit, die gar nicht vorhanden ist, weil über die Wertigkeit entscheiden ausschließlich die Inhaltsstoffe. Das heißt, schau dir die Inki an und als zweites, in welche Qualität werden sie angeboten? Das wiederum ist eine freiwillige Deklarierung des Herstellers. Wenn es also in einer besonderen Qualität anbietet, kann er das deklarieren. Zum Beispiel KBA, also kontrolliert biologischer Anbau, Organic, ne? Bio. Oder eben kaltgepresst. Ja, dass die Öle, die zum Einsatz kommen, wurden nicht im Nachgang raffiniert, sind nicht tot, sind kein Müll, sind nicht ein Platzräuber, wo eigentlich echte und tolle enzymhaltige, vitaminhaltige Mineralstoffe mit Lecithin, mit Lipiden, mit allem, was ein Öl wertvoll macht, so ein Produkt ist noch drin. Ja? Mhm. Wer das einsetzt, schreibt das. Und da heutzutage, was ich ganz verwerflich persönlich finde, das ist meine eigene Meinung, ist, ich denke, Mensch, nimm doch das Geld, das du für diese riesige Marketingaktion verwendest und steckst doch in dein Produkt. Steck's doch da rein, ja? Und geh nicht über die Masse, die jetzt über das Marketing eine große Menge an Menschen jetzt gewinnt. Du produzierst zwar im Cent-Bereich, weil keine teuren, kaltgepressten Öle drin sind, keine Wirkstoffe in höchster Dichte. Wenn du auf Füllstoffe verzichtest, ja, ein Glycerin 1,54 das Kilogramm pflanzliches, ein Öl, da fangen wir also nicht unter 10, 12 Euro an kaltgepresste Liter. Und es geht wesentlich besser. Und die sind natürlich auch teurer, diese Öle, die wirklich guten Öle, ja, für die Haut. Und dann die Wirkstoffe in der richtigen, nicht nur 0,01%, dass du schon das in deiner Inki wiederfindest, aber die Haut erkennt's nicht. Das ist dann so, wie wenn es vorbeigehüpft ist. Ja? Ah ja, da war was, aber es ist zu wenig, um damit zu arbeiten. Ja? Und und da gilt es einfach, ich finde, nimm doch das Geld, das du in Marketing, also oder auch was heute, gibt es ja auch den Begriff Greenwashing, ja, wo man dann mal, da gibt es ja verschiedene Arten, wie du einem Menschen suggerieren kannst, dass er hier eigentlich was Tolles hat. Die gängigste und häufig verwendete ist die frei von.
Ja, hat sich rumgesprochen. Es war ja damals ein Riesenaufschrei, aluminiumhaltige Deos, und dann war überall frei vom Aluminium. Oder irgendwann mal kam auch mal in der Welt der Haarprodukte an, dass Silikonöle nicht so pralle für die Haare sind. Ja, dann kann man nochmal mit der gewifften, wasserlöslichen Silikon. Silikon ist Silikon. Es ist leichter rauswaschbar. Aber was tut es zum Beispiel auf einem Haar? Es bildet sich wie ein Korsett, also legt sich wie ein Korsett um das Haar herum, und innen drin bricht es, weil es hat ja, es kommt, ja. Es ist wie luftdicht abgepackt. Das Gleiche passiert mit der Haut. Ja, die Haut, der Stoffwechsel der Haut verlangsamt sich immens, aber es ist halt günstig und es ist convenient für den Hersteller. Und deswegen, wenn du dann zum Beispiel schreibst, frei von Silikonölen, aber nicht weißt, dass man da stattdessen Polyquaternium einsetzt, das eigentlich noch doofer ist, das ähnlich in der Wirkung ist, aber beim Polyquaternium können Acrylamide drin sein und die sind potenziell krebserregend. Das heißt, frei von Silikonen, dafür habe ich aber einen neuen bösen Stoff und der ist noch viel doofer wie der andere. So, das ist also eine Form von Greenwashing. Eine zweite Form ist zum Beispiel, da das Wort Bio und Natur nicht geschützt sind, kann ja jeder das Wort verwenden. Er kann auch sagen, es ist Naturkosmetik, ist dann halt keine zertifizierte. Oder Biokosmetik ist keine zertifizierte. Mhm. Zertifizierte ist eine nicht zertifizierte auf jeden Fall vorzuziehen oder eine konventionelle Kosmetik, weil etliche Stoffe schon ausgeschlossen sind. Aber auch da, wenn wir jetzt an SLS denken, ja. Wer macht das Zertifikat? Ja, das haben sich einfach, um sich abzugrenzen und weil die Notwendigkeit erkannt wurde, bestimmte auch Hersteller gruppiert und haben Zertifikate generiert. Also weil sie einen bestimmten Anspruch hatten aber es ist noch, mir fehlt noch so einiges da drin, wo ich denke, es dürfte nie erlaubt sein, raffinierte Öle einzusetzen. Da entstehen diese zwei Stoffe, 3-CPD, Monochlorpropandiol und Glycidol. Und die sind, das eine ist nierenschädigend und das andere ist erbgutverengend und krebserregend. Das erwarte ich nicht in zertifizierte Biokosmetik. Das entsteht bei der Raffination. Und ich hätte wirklich den Wunsch, dass sie zu diesem höchsten Ideal aufleben, für das sie auch ursprünglich angetreten sind. Und sie sind definitiv besser wie konventionell, aber ich finde, es geht noch ein Stück besser. Also SLS und tote Öle oder auch Füllstoffe haben, wie pflanzliches Glycerin, haben in einem Produkt nichts verloren. Warum? Weil in jedem Öl nahezu ist sowieso Glycerin drin. Ja? Aber es ist mit Fettsäuren gesättigt. Das heißt, es kann kein Wasser mehr an sich ziehen. Mhm. Aber ein isoliertes Glycerin zieht nun mal Wasser an sich und es zieht das aus meiner Haut heraus. Also wozu? Ja? Dann gibt es noch andere, eben das mit den Apotheken, die Wertigkeit, ja, das ist exklusiv da und dort vorhanden ist. Und zum Beispiel Flagship-Produkte ist ja auch so etwas, ja, dass man ein Produkt hat, das wirklich super toll ist, das alle Kriterien erfüllt, aber eben nur eins. Und wenn du dann als Konsument, das ist ja dann auch dieses, was du in der Werbung wiederfindest, ne? Dieses Produkt ist in der Werbung total prominent, weil natürlich der Hersteller weiß, dass es ein gutes Produkt ist. Und so sollten alle seine Produkte aussehen, aber es tun sie nicht. Aber der Konsument schließt von A nach B und sagt, dann sind die anderen bestimmt so genauso toll. Nur ist das nicht immer so, ja? Also es gilt, achtsam zu sein, zu prüfen. Und durch unsere Achtsamkeit und durch unser Prüfen bestimmen wir doch als Konsumenten, weil wir ja die Kaufkraft haben, was auf den Markt kommt. Wenn ich also ganz gezielt einkaufe und ablehne, was mir nicht gut tut, dann muss sich der Markt umstellen. Das ist die Macht des Konsumenten und das nutzen wir zu wenig. Das nutzen wir aber nur deswegen so wenig, weil wir nicht so gut informiert werden. Und natürlich haben die meisten gar kein Interesse zu informieren. Ja. Deswegen, wenn du nicht informierst, kannst du nicht wählen. Es werden aber auch mit diesen Zertifikaten, ich hatte es auch mal eine Situation in einem Konzern, der wollte eigentlich in der Kantine Bio also zeigen, dass er biologisch angebautes Gemüse benutzt. Ja. Um dieses Schild aufzuhängen, war das Zertifikat dafür, dieses Schild aufzuhängen, so teuer, dass er gesagt hat, er kann dann gar kein Biogemüse mehr kaufen. Unfassbar. Weißt du, und da denke ich mir, geht's eigentlich noch? Ja. Ja. Ja, es wird also einem erschwert, die Siegel dann auch noch Geld. Ja, genau. Ja. Natürlich, die Siegel sind ja auch eine Gemeinschaft, die haben einen Apparat, die Menschen arbeiten da drin, die prüfen Dinge. Und deswegen erwarte ich auch viel von denen, mehr als jetzt. Ja, ich erwarte einiges, weil da fließt auch Geld hinein. Ja.
Und im Grunde genommen finde ich, ein Siegel ist nicht notwendig, wenn die Inhaltsstoffe passen. Dann ist es nämlich besser als das, was man so, was man so im Moment gerade kann und muss. Ne? Also das ist und Kosmetik ist im Grunde genommen simpel. Ja, also das ist Nahrung für die Haut ist simpel. Das ist wirklich nur kaltgepresste Öle, Bioöle, natürlich kontrolliert biologischer Anbau, aber kaltgepresst, nicht raffiniert und darauf eine Fülle an tollen Inhaltsstoffen, Wirkstoffen, weil die Öle sind ja auch Wirkstoffe, wenn sie kaltgepresst sind, ansonsten sind sie nur Füllstoffe. Platzräuber geben der Haut nichts, außer vielleicht noch die zwei schädlichen Stoffe, die ich gerade genannt habe. Dann die Wirkstoffe in eine Hülle und Fülle und in der richtigen Dosierung, gering konserviert, am allerbesten ohne Duft, wenn man sich schon quasi an die charakteristischen Eigengerüche der Öle gewöhnt hat und die dann auch irgendwann mal, mag man das gar nicht mehr beduftet, wenn man erstmal sich umkonditioniert hat, dann kann man diesen, wenn man so ein Öl dann riecht, dann denkt man, ach, schön, also das ist, und es verriecht sich so oder so innerhalb von Minuten, sowohl das Beduftete als auch das Unbeduftete. Ja, und das wäre Nahrung für die Haut und das, mehr braucht man nicht. Mild waschen, gut der Haut zu essen geben, und dann kann die Haut Höchstleistungen vollbringen. Du hast uns ja auch Bilder mitgebracht. Genau. Ich meine, wir kennen natürlich diese ganze unfassbar teuren Tagescremes für Frauen vor allen Dingen. Wir sind ja da so eher dafür anfällig, Es ist so, dass ich sage, wenn der Rohstoff teuer ist, dann darf das auch was kosten. Zum Beispiel kaltgepresste Öle, habe ich ja schon erklärt, kosten ja was ganz anderes. Wirkstoffe können unglaubliches Geld kosten, wenn du sie denn einsetzt und wenn du sie in der richtigen Dosierung einsetzt. So ein Produkt kann, also so ein Standard konventionelles Produkt und aber auch im Bereich Biokosmetik zertifiziert, kosten im Schnitt 50 Cent bis 1 Euro der Inhalt. Und wenn du dann aber wirklich auf kaltgepresste Öle setzt und so weiter, da kommst du überhaupt nicht hin. Also das ist vollkommen unmöglich. Das heißt, man kann sich ja ausrechnen, wie hoch eine Marge sein kann. Und dann kann man natürlich viel Werbung machen. Dann kann man natürlich viel, dann kann man ins Fernsehen gehen und kann viele Kosmetikschulen voll knallen. Genau. Weil und da schon mal die erste Gehirnwäsche laufen zu lassen. So ist es, das stimmt, weil das ist wirklich so. Und also mir ist es komplett unmöglich, weil wenn ich das machen würde, wenn ich das verschenken würde an die Kosmetikerin, müsste ich das Produkt ja noch mal teurer machen. Und das dafür würde ja eigentlich der Endkonsument bezahlen. Und das ist, das finde ich nicht fair. Genau. Und wenn eine Schule sich dafür interessiert, dann wird sie, und wenn sie was Echtes will, dann wird sie auch Geld ausgeben. Und ich verweigere das, weil die anderen verschenken es dort, Genau. Und dann denke ich auch, es ist auch jetzt die Verantwortung von dem Verbraucher, sowohl im Lebensmittelbereich als auch in Medikamenten oder bei Kosmetik, zu sagen, okay, wenn meine Kosmetikerin halt die SLS-Chemiekeule benutzt. Oder dann, Erdöle oder Silikonöle, tote Öle und so weiter, Glycerin. Ja, was wahrscheinlich über 90% der Kosmetikerinnen machen, gerade aktuell. 99,5 würde ich mal behaupten. Es ist eine ganz geringe Zahl, die schon so bewusst informiert sind, so wach sind in diesem Bereich, dass sie verstehen, dass sie nicht mehr auf Marketing reinfallen, sondern wirklich auf die Inhaltsstoffe. Aber man kann ihnen gar keinen Vorwurf machen. Also ich, wie gesagt, ich habe einmal so ein Erlebnis mit einer Apothekerin gehabt und es ist keine schlechte, Und als sie dann wirklich mit uns zusammenarbeiten wollte und dann, es ist immer wieder erstaunlich, ich habe genau gesehen, ihre Haut hat Hunger. Aber sie wollte eine ganz leichte Creme. Und weil sie Pickelchen bekäme. Und warum war das der Grund? Ich habe mir die Produkte angeguckt, die sie benutzt hat. Und sie wusste nicht, dass da, also sie wusste schon, dass da ein Lichtschutzfilter ist, weil das wird ja auch ausgelobt. Aber sie wusste nicht, dass es ein hormonell wirksamer Lichtschutz ist. Und da hat die Pickelchen gemacht. Und noch die anderen Stoffe, das Erdöl, was da drin war. Und noch ein paar andere feine Stoffe, Pack-Substanzen. Und das war einzige natürliche Inhaltsstoff drin. Das ist ja das, was ich gemeint habe. Diese Firma hat dafür gesorgt, dass die gesamte Apotheke wurde auf diesen einen Inhaltsstoff hin geschult. Alle Mitarbeiter kannten diesen Inhaltsstoff, aber sonst nichts im Produkt. Und da wird das viele Geld dafür verwendet, um die Leute auf etwas, was ganz unten steht, einzuschießen, damit sie das dem Kunden, der dann vertrauenswürdig das kauft und wirklich viel Geld dafür ausgibt und dann sich zu Hause damit schadet, so wie sie sich geschadet hat. Ja, und dann kaufst du dann Creme mit Avocado drauf oder mit
irgendeiner Macadamia-Nuss und sie ist halt nur abgebildet da drauf. So ist es. Es mag ja sein, dass dieser Stoff auch drin ist, aber vielleicht verschwindend gering. Und wenn es als Öl drin sein sollte, dann ist es dann aber eben auch ein totes Öl. Ja, also da habe ich auch schon Diskussionen mit Apothekern geführt über, weil sie nennen das, das sind ganz saubere, reine Öle. Reine Öle. Ja, das sind total bereinigt von, bereinigt von Vitaminen, Mineralstoffen und Co. Ja? Und da habe ich gesagt, nee, das ist ein totes Öl. Das ist einfach schon, ja, aber es ist ganz sauber, habe ich gesagt. Ja, es ist sauber aus industrieller Sicht. Aber es ist faktisch ein Leerprodukt. Das ist so, wie wenn ich eine Schokolade ohne Inhalt kaufen würde oder so, ja, also mir fällt jetzt kein besseres Beispiel. Es ist wie Weißmehl versus Vollkornmehl, wie totgekochtes Gemüse, ja, da kommen ja Temperaturen zum Einsatz, 270 Grad, ja, da ist kein Enzym mehr drin oder es werden alles Lecithine und Vitamine und alles, ist alles entfernt, Pflanzenfasern, alles, was wertvoll ist, ja, das ist dann natürlich wie ein Weißmehl, ja, das macht dich zwar satt, wenn du das isst, ja, aber es nährt dich nicht. Im Gegenteil, du wirst noch ein paar Vitamine hergeben müssen, Mineralstoffe, damit du es verdauen kannst. Ja? Ähnlich bei der Haut. Aber wenn du ihr wirklich zu essen gibst, wirklich, wirklich, wirklich nur zu essen gibst, dann kann die, weil die Haut ist programmiert, die hat einen Hautzyklus, die erfindet sich alle 28 Tage im Schnitt neu. Wenn du älter bist, dann kann es auch 40 bis 60 Tage dauern. Aber da kann man auch was tun. Den Stoffwechsel kann man wieder aktivieren über gute Nährstoffe. Dann ist der Hautzyklus auch wieder geboostet. Da habe ich ja auch mal in einem Interview mal dieses schöne Filmchen von über die Apfelstammzellen. Vielleicht erinnerst du dich, ja. Das ist so etwas, was den Hautzyklus maximal wieder aktiviert hat, ja. Diese spezielle Sorte von Stammzellen. Ja, und hier kann man das einfach mal sehen. Ich finde das immer wieder schön, ja. Diese stark ausgebildete Nasolabialfalte und auch der Glow kam in die Haut zurück. Das ist ein Ergebnis von also mehreren. Also Glow sieht man auch immer wieder, gell? Das ist so eine rötliche Ton. Weil nichts mehr oben drauf liegt und den Stoffwechsel behindert. Ja. Das ist ja noch diese Rosigkeit der Jugend. Ja, die hat ja so eine ganz spezielle. Da rede ich nicht über Kuperose oder sowas. Ja. Da rede ich wirklich über diese jugendliche Ausstrahlung. Ne? Hier ein Mann, das mag ich auch mal gerne. Freue mich, wenn ich von Mann mal Bilder bekomme. Hier das Augenlid, wie schön es sich gehoben hat. Ja, das Augenlid ging super auch zurück. Gell? Ja. Ja, die Stirnfalten auch. Ja. Also das ist halt, die Haut vermag wahre Wunder. Also das macht die selber. Die braucht nur die richtigen Nährstoffe. Auch hier das Augenlid, wie sie eigentlich hat die Dame ihre Narbe beobachtet und dokumentiert. Aber dabei haben oben war eine frische Narbe, logischerweise, Ja. Und das hat sie dokumentiert und dann haben wir gesagt, ja, aber guck mal die Augenlider an, die oberen Augenlider, wie sehr die sich, ja, auch die unteren sind nicht mehr ganz so, das ist ja keine Sache von, eine Narbe in dieser Form hat ja nur eine kurze Zeit gebraucht, bis sie sich wieder regeneriert hat. Und was da schon auch, sage ich mal, an Hautelastizität und Straffheit wiedergekommen ist. Ne? Hier auch mal, das ist ein junger Mann, der hat eine besondere Veranlagung. Er hat eine Rosazea und eine Akne zeitgleich mit Neurodermitis gehabt. Und jetzt ist es ja besonders spannend, weil eine Rosazea braucht nur bestimmte Öle und auch nur eine bestimmte Menge. Ja? Und während Neurodermitis total auf Öle und auch auf Lanolin angewiesen ist, um sich wieder aus. Und eine Akne mag aber diese Stoffe nicht, weil sie ja sowieso der Talg fließt nicht so leicht ab. Ne? Das heißt, das ist dann schon mal ein bisschen eine, und trotzdem es geht. Ne? Also hier sieht man mal, durch was für Prozesse dieser junge Mann gegangen ist und konnte alle drei Thematiken ad acta legen. Ja. Wow. Achtsames Waschen, Nähren. So funktioniert es. Auch die junge Dame hier mit Unterlagerungen und allem, ja, wie sich das hübsch ausgereinigt hat. Und auch sie, obwohl so jung, hat auch, da sieht man mal links, sieht man diesen Glow nicht. Ne? In der Mitte fängt er so langsam an zurückzukehren und rechts kann man ihn wiederfinden. Auch eine junge Dame verliert ihren Glow, wenn sie mit bestimmten Stoffen in Berührung kommt. Ne? Ja, hier auch mal so Ausreinigung, also so wirklich so viele, viele Unterlagerungen und Thematiken. Ist gerade für eine Frau immer so traurig. Ja, wir mögen ein schönes Dekolleté haben. Ja, und das kann man mal sehen, dass wenn sich die Haut dann ausreinigen darf, nicht mehr zugemüllt wird, weil gerade wenn man so eine Kondition hat, dann schmiert man ja noch mehr drauf, wenn man hofft, dass es dann hilft. Ne?
Und super. In dem Fall ist es Schmieren, weil es ist Schmieren von Toxinen. Mhm. Und Nähren ist niemals Schmieren, das ist ein Schenken. Mhm. Ja. Schön. Wenn man sich da jetzt informieren möchte oder mal auch irgendwie reinlesen, hast du ja auch ein Buch geschrieben. Ja? Genau. Kommt aber erst Oktober diesen Jahres, 23, auf den Markt. Also es ist fertig, ist gerade beim wissenschaftlichen Lektor. Und dann, schön. Ja, und dann darf man, das ist wirklich ein schönes Buch. Also ich bin da sehr glücklich, dass ich das machen durfte jetzt. Und dass ich so dahin inspiriert wurde, weil freiwillig hätte ich es nicht gemacht. Aber auf wiederholte Anfrage irgendwann dachte ich, vielleicht ist es doch nicht schlecht. Ne? Ja, und bis dahin oder auch drüber hinaus kann man sich immer auf unserer Webseite mal umschauen, www.relight-delight.de und da einfach mal stöbern. Es gibt sehr viel zu lesen, auch da schon. Ja. Schön. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Ich danke auch. Und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Jawohl, danke. Sehr gerne. Ich freue mich. Ja, liebe Zuschauer, sind Sie auch motiviert, mal wieder den Badezimmerschrank zu entrümpeln? Da trifft sich bestimmt die ein oder andere Chemiekeule wieder. Und ich bedanke mich natürlich immer wieder, wenn Sie zuschauen und freue mich natürlich, wenn unsere Gäste Ihnen wertvolle Tipps geben für zu Hause, für die Umsetzung. Bis bald. Tschüss.